Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, mit Ihrer Erlaubnis möchte ich gerne mit einem Zitat beginnen. Da hat die AfD mal wieder von irgendwoher einen Antrag kopiert. Ich finde, Sie liefern hier Sitzung für Sitzung ein Armutszeugnis ab. Hätten Sie beim Kopieren zumindest nachgedacht, wären Sie eventuell auf die Idee gekommen, bei der Landeskoordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativarbeit des Landes Schleswig-Holstein anzurufen und sich dort zu erkundigen. Dann hätte man Ihnen gesagt, dass das, was Sie hier als angebliches Problem ansehen, gar kein Problem ist. 13. November 2019, Plenarprotokoll, die Worte der Kollegin Pauls. Sie hören, es geht um die Palliativcare-Weiterbildung. Denn das war Ihre Reaktion auf unseren Antrag mit dem Titel Pflegesituation verbessern, Kostenübernahme für Palliativcare, Fortbildung für Pflegekräfte. Und Ihre Reaktion war natürlich auch die Ablehnung unseres Antrags. Jamaika hat seinerzeit konzilianter reagiert und in einem Alternativantrag den von uns gespielten Ball aufgenommen und die Prüfung der Möglichkeiten bei der Kostenübernahme in der Palliativcare-Weiterbildung zugesagt. Na bitte. Nach einer Schamfrist von 15 Monaten kommen nun Birte Pauls und die SPD-Fraktion mit einem Antrag frisch aus dem Kopierraum daher und wollen den Landtag zur Förderung der Palliativcare-Weiterbildung bewegen. Und sie bieten, weil sich so viele Nullen einfach so schön machen, auch gleich eine 500.000 Euro im Landeshaushalt dafür an. Noch im Oktober 2020 wurde die spezialisierte ambulante Palliativversorgung SAPV in Schleswig-Holstein als flächendeckend sichergestellt erachtet. Von Personalmangel in diesem Feld keine Spur. Und hier, Frau Pauls, greife ich Ihre Kritik von damals auf und ich verweise sozusagen mit einem Blick über den Tellerrand auf die Ergebnisse des Gießener Regionalkongresses Soziale Teilhabe bis zuletzt vom 10.02.2021, also vor 14 Tagen. Dort wurden nämlich andere Aspekte angesprochen, die eben auch im Zeichen der Corona-bedingten Einschränkungen stehen. Wie zum Beispiel eine verbesserte Koordinierung beim Nebeneinander von alten Pflegeeinrichtungen, Krankenhaus oder auch in der häuslichen Versorgung. Oder auch das Versäumnis, weitere Sozialpartner, die Kommune, aber auch die Interessen der Bürger unmittelbar mit einzubinden. Und auch hier war fehlendes Personal nicht das Thema. Unseren Antrag haben Sie damals abgelehnt. Heute wärmen Sie genau diesen Antrag und noch dazu nur wirklich lauwarm auf. Und dann helfen eben auch keine 500.000 Euro Steuergelder, wenn Sie diese in ein Problem stecken wollen, was derzeit tatsächlich keines ist. Hinzu kommt, dass wir dem Haushalt im Angesicht einer zu erwartenden Insolvenzwelle historischen Ausmaßes als Folge einer total verfehlten Corona-Politik dieser Regierung künftig auf andere Prioritäten ausrichten werden müssen. Wir lehnen Ihren Antrag daher ab. Der hier nun vorliegende Alternativantrag der Koalition erinnert an die Erledigung des Alternativantrags vom November 2019. Das nehmen wir mal so hin, das ist im Zeichen des Corona-Jahres aus meiner Sicht sogar durchaus nachvollziehbar. Dem stimmen wir zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.